Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in unserem schönen Let's Code Swift. Wir sind weiterhin mit den Funktionen beschäftigt, Freunde. Da gibt es noch einiges zu erzählen. Ist ja auch ein spannendes Thema. Wir sind jetzt aber mal, zumindest für den Moment, ich weiß nicht, ob da noch mal was kommt, aber für den Moment sind wir mal weg von den Parametern. Die haben ja die letzten Lessons extrem beherrscht. Und stattdessen widmen wir uns heute noch einer weiteren sehr, sehr spannenden und auch essentiellen Sache für Funktionen in Swift. Und das sind Funktionen mit einem sogenannten Rückgabewert. Ja, erst einmal grundlegend, was bedeutet das? Ja, eine Funktion, so wie wir sie bisher hatten, hat Code ausgeführt und Dinge getan. Das ist schön und gut. Wir haben dann auch noch kennengelernt, dass man Methoden... Da ist es schon wieder, Entschuldigung. Ich habe ja gesagt, ich bringe Methoden und Funktionen teilweise durcheinander. Macht euch da keinen Kopf drüber, alles gut. Es meint dasselbe in diesem Moment, aber ich versuche mich zu beherrschen. Ja. Was ich sagen wollte ist, wir haben dann auch Funktionen kennengelernt, die ein oder mehrere Parameter entgegennehmen, um eben dann ja dynamisch, je nachdem, was für ein Wert für ein Parameter übergeben wurde, ja, angepasste Funktionen auszuführen. Und was allerdings bis jetzt das Problem in Anführungszeichen an diesem ganzen Vorgehen war, das ist, dass diese Funktionen immer für sich gestanden haben. Die haben was getan und das war's dann. Aber es kommt in der Programmierung ganz, ganz häufig vor, dass man so eine Funktion ausführt und von ihr ein Ergebnis erwartet, mit dem man weiterarbeiten kann. Wir hatten dafür tatsächlich eigentlich auch schon sehr schöne Beispiele. Ich greife hier mal eins auf. Das ist jetzt vermutlich nicht 1:1 genauso, wie wir es hatten. Falls doch, hey! Aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. Und zwar, ich mache hier mal eine Funktion Addition, wie der Name schon sagt, die dient zur Addition von Zahlen. Und der Einfachheit halber nimmt die mal zwei Parameter entgegen. Ein First Value vom Typ Int und ein Second Value vom Typ Int. So, und alles, was diese Funktion dann tun soll, mache hier mal ein bisschen Platz, ist eben diese beiden Parameter, die wir hier bekommen, miteinander zu addieren. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein ähnliches Beispiel, wie wir es schon hatten. Was wir an der Stelle jetzt immer gemacht haben, ist, wir haben das Ergebnis mittels Print ausgegeben. Ja, wir haben dann noch gesagt, okay, ich habe hier das Ergebnis berechnet, habe dann Print aufgerufen und das als String ausgegeben und das war's. Das funktioniert auch, ist wunderbar, ist gar nichts dagegen auszusetzen. Aber jetzt nehmen wir mal an, okay, ich möchte jetzt eben in diese Funktion zwei Zahlen reingeben, die addiert werden und möchte dann aber außerhalb dieser Funktion mit diesem Ergebnis weiterarbeiten, weil ich das zum Beispiel dann auf angepasste Art und Weise ausgeben möchte oder weil ich das Ergebnis an einer anderen Stelle für eine andere Funktion brauche. Und im Moment haben wir das Problem, dass dieses Ergebnis nicht aus der Funktion rauskommt. Das ist da drin und außerhalb der Funktion, ja, hier wird Result deklariert, aber außerhalb der Funktion steht uns das nicht zur Verfügung. Es ist halt nur da drin, weil es da drin deklariert wird und außerhalb können wir damit nichts anfangen. Und genau da kommt eben der Rückgabewert ins Spiel. Jede Funktion in Swift kann einen Wert zurückgeben und das bedeutet letzten Endes, wenn man die Funktion aufruft, erhält man ein Ergebnis, einen Wert. Und den kann man dann, wenn man möchte, weiterverarbeiten, muss man aber auch nicht. Also man kann ihn optional ignorieren, wenn er einen nicht interessiert. Wenn man wirklich nur will, dass die Funktion ihre Sache tut und das Ergebnis daraus, was sie zurückgibt, interessiert uns gar nicht. Aber wenn man eben sagt, doch, ich will dieses Ergebnis verarbeiten, dann kann man das tun. Jetzt haben wir hier schon ein sehr schönes Beispiel geschaffen. Wir haben ja eine Funktion, Addition, die nimmt zwei Integer entgegen, addiert die. Und jetzt sagen wir, okay, dieses Ergebnis dieser Funktion, das möchte ich bitte zurückbekommen, damit ich damit arbeiten kann. Wie macht man das jetzt? Also erstellt haben wir ja hier schon unser Ergebnis, haben wir in eine konstante Result gesteckt. Damit eine Funktion aber überhaupt einen Wert zurückgeben kann, muss man das entsprechend deklarieren. Wie macht man das? Wir haben ja schon gesehen, wir schreiben am Anfang einer Funktion das Schlüsselwort func, dann folgt der Name der Funktion, dann die Parameter in runden Klammern und ein Rückgabewert wird, wenn es denn einen geben soll, nach der geschlossenen runden Klammer für die Parameter und vor der geöffneten geschweiften Klammer, wo dann die eigentliche Implementierung der Funktion folgt, eingesetzt. Und zwar mit folgender Syntax. Wir haben hier ein Minus und ein Größerzeichen, was sozusagen einen Pfeil darstellen soll, der Verweis auf das, was zurückgegeben wird. Und dann müssen wir den Typ angeben, den Typ des Werts, der zurückgegeben wird. Also müssen wir auch hier wieder ganz klar festlegen, was für ein Typ eben hier zurückgegeben wird. In unserem Fall ist das auch wieder ein Integer, eine Zahl. Deswegen können wir das auch hier so angeben. Kann aber natürlich auch jeder andere Typ sein. Das kann ein Array sein, das kann ein String sein, das können eigens deklarierte Typen sein.
spielt gar keine Rolle. Ja, jeder Typ, der in Swift zur Verfügung steht oder den wir selbst definiert haben, kann hier als Rückgabewert verwendet werden. Es ist eben nur wichtig, dass wir das angeben und es ist auch wichtig, dass wir in der Funktion dann natürlich nur Werte zurückgeben können, die auch diesem Typ entsprechen. Ja, also ich kann jetzt nicht hergeben und sagen, okay, ich Addition gibt jetzt einen String zurück. Das funktioniert nicht, ja, weil es steht hier, es muss ein Int sein, ja. Und darauf muss man sich eben verlassen können und da ist wieder diese Typsicherheit von Swift ganz stark zu spüren. Gut, das wäre jetzt also schon mal die Deklaration. Wir sehen auch, wir bekommen jetzt schon einen Fehler. Warum? Weil diese Funktion nicht zurückliefert. Das ist also auch so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir sagen, die Funktion liefert was zurück, ja, dann muss sie das bitteschön auch tun. Ja, dann kann sie sich nicht hinsetzen und sagen, nö, ich gebe nichts zurück. Dann muss auch früher oder später ein Wert zurückgegeben werden. Wie machen wir das jetzt? Da kommt das Schlüsselwort Return ins Spiel. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir das in irgendeiner anderen Lesson schon mal gesehen haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir es noch gar nicht besprochen haben. Aber ja, das einfach nur so vorneweg. Also falls ich mich jetzt wiederholen sollte, seid mir nicht böse. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir es schon mal grundsätzlich besprochen haben. Und Return, ganz generell, dient eben dazu, eine Funktion zu verlassen. Das heißt, sobald in einer Funktion Return erreicht wird, wird der gesamte nachfolgende Code, ja, also alles, was jetzt hier noch stehen würde, würde nicht mehr ausgeführt werden, ja, weil Return heißt immer verlasse die Funktion und gleichzeitig kann man das dazu benutzen, eben einen Wert zurückzugeben. Wie macht man das? Indem man einfach nach Return den gewünschten Wert angibt. In unserem Fall ist das die Konstante Result. Die enthält ja das Ergebnis, das, was diese Funktion zurückgeben soll. Das ist also unser Rückgabewert. Der ist auch vom Typ Int, genau wie es sein soll. So muss das ausschauen. Und jetzt haben wir also gesagt, alles klar, diese Funktion liefert hier einen Integer zurück. Und das ist in unserem Fall eben das Ergebnis der Addition aus First Value und Second Value. Wir können das auch hier in einem Aufruf zusammenfassen. Also ich kann auch, zack, einfach nur schreiben, Return First Value plus Second Value, auch gar kein Problem. Ja, ist genau dasselbe Ergebnis. Ja, den Kommentar mache ich gerade mal weg. Ja, und damit haben wir jetzt eine erste Funktion mit Rückgabewert geschaffen. Ja, wie kann ich das jetzt benutzen? Gehen wir zunächst einmal her und rufen die Funktion auf die gewohnte Art und Weise auf, wie wir es in den letzten Lessons auch gemacht haben. Das heißt, ich suche sie hier, Addition, hier haben wir sie, First Value, Second Value, so, und gebe einfach mal Werte rein, ohne dass wir jetzt sonst irgendwie was tun. Und ich habe ja auch schon gesagt, egal ob eine Funktion einen Rückgabewert hat oder nicht, wir können sie wie gewohnt aufrufen. Also wir haben ja jetzt am Aufruf gar nichts geändert. Wir machen das weiterhin so und wir sehen auch tatsächlich hier im Playground, er durchläuft diesen Code und gibt auch das richtige Ergebnis aus. Das heißt, diese Funktion, der Code, der da drin steht, wird wie gewohnt ausgeführt. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. Allerdings, so wie wir die Funktion jetzt hier nutzen, sorgt das dafür, dass der Wert, den wir hier zurückerhalten, bei dieser Funktion nicht weiter genutzt wird. Ja, also wir benutzen das so, als hätte es keinen Rückgabewert, weil wir interessieren uns nicht dafür. Wie aber können wir jetzt diesen Rückgabewert verarbeiten? Das ist im Endeffekt ganz simpel. Diese Funktion sagt, sie liefert als Ergebnis einen Integer. Ja, und was können wir mit Integern machen? Wir können einen Integer zum Beispiel einer Variablen zuweisen. Und das heißt, wenn das Ergebnis dieses Funktionsaufrufs ein Integer ist, kann ich zum Beispiel sagen, varResult equals. Und dann die Funktion mit dem entsprechenden Aufruf. Was passiert jetzt hier? Diese Funktion wird wie gewohnt ausgeführt. Wir übergeben als Parameter 1999. Okay, es wird hier reingesprungen. Es wird dieser Code ausgeführt. Es wird First Value mit Second Value, sprich 19 mit 99 addiert. Und das wird zurückgegeben. Ja, das heißt, das Ergebnis dieser Funktion ist eben ja, First Value plus Second Value. Und da das zurückgegeben wird als Integer, können wir das so wie auch bisher, wie wir direkt Integer zugewiesen haben, auch können wir diese Funktion jetzt einfach als möglichen Wert für eine Variable oder Konstante übergeben. Und das bedeutet jetzt, dass wir das Ergebnis dieser Funktion außerhalb gespeichert haben. Ja, unsere neue Variable Result entspricht jetzt 118 und das heißt, jetzt kann ich eben mit der Variable außerhalb der Funktion machen, was ich will. Ich habe das Ergebnis sozusagen aus der Funktion rausgeholt und damit sind wir eben einen Schritt weiter, wie noch beim letzten Mal, wo das Ergebnis nur innerhalb der Funktion verwendet werden konnte und außerhalb nicht zur Verfügung stand. Jetzt ist es auch außerhalb der Funktion und wir können damit machen, was wir wollen. Wir können es eben zum Beispiel per Print ausgeben. Dann kann ich sagen, das Ergebnis ist Doppelpunkt. So, und dann geben wir einfach hier Result aus. Und dann kriegen wir hier, wenn wir kurz warten,
als Ergebnis. Das Ergebnis ist 118. Ja. Das haben wir sonst immer innerhalb der Funktion ausgegeben, weil wir nur da die Information hatten. Jetzt haben wir die Information mithilfe eines Rückgabewerts hier rausgeholt. Genau, das ist so das, was es dazu zu sagen gibt, so ganz grundsätzlich. Ich hoffe, das war soweit auch alles verständlich. Und das ist eben das, was einen Rückgabewert ausmacht. Wie gesagt, man ist vollkommen frei, was den Typ eines Rückgabewerts betrifft. Das kann jeder beliebige Typ sein, solange er eben Swift bekannt ist. Und damit kann man halt eben auch Funktionen so erweitern, dass sie eben zum einen bestimmte Dinge tun, wie in diesem Fall hier die Addition, aber gleichzeitig ein Ergebnis zurückliefern. Ja, Freunde, das ist eigentlich das, was so dazu zu erzählen gibt. Möchte zum Abschluss noch kurz ein bisschen hier auf Return eingehen, weil ich vorhin so schön gesagt habe, mit Return wird eine Funktion verlassen. Ich mache da gerade noch ein anderes Beispiel. Und zwar geht es da um eine äquivalente Funktion zu unserer Addition. Nur diesmal nenne ich das Ganze Division. Also es geht darum, eine Zahl durch eine andere zu teilen. Die Parameter deklariere ich hier auch mal als Double, weil es ja, bei der Division durchaus vorkommen kann, ja, dass wir hier Fließkommazahlen bekommen. So, und ja, genau, wir machen auch einen passenden Rückgabewert wieder. Also diese Funktion soll uns auch das Ergebnis als Double zurückliefern. So, und jetzt könnte man natürlich der Einfachheit halber sagen, okay, wir machen ein ähnliches Spielchen wie auch schon bei der Addition. Man sagt einfach, okay, gib mir das Ergebnis von First Value geteilt, durch Second Value zurück. So, mag generell funktionieren, aber man weiß ja zum Beispiel, dass das Teilen durch 0 keine schöne Sache ist. Ja, und das bedeutet, um diese Methode jetzt zu optimieren, kann man zum Beispiel hergehen und sagen, okay, man hat hier zwei Return-Werte, die man zurückgibt, indem man zunächst überprüft, okay, ist der zweite Wert, durch den wir teilen, ist der möglicherweise 0? Also hier if second value gleich 0. Ja, dann wollen wir diese Division gar nicht ausführen, sondern, das ist mathematisch natürlich jetzt nicht korrekt, aber dann geben wir einfach, zack, 0 zurück. Ja, jetzt der Einfachheit halber und sagen, okay, also wenn Second Value 0 ist, durch 0 können wir nicht teilen, dann ist das Ergebnis einfach 0. Wie gesagt, mathematisch ist das jetzt nicht das Beste, aber ist ja egal. Soll jetzt hier einfach zum Verdeutlichen dieses Zwecks ausreichen. So, und dann sehen wir eben einfach hier ganz schön, okay, wir haben jetzt hier zweimal Return. Ja, wenn Second Value gleich 0 ist, dann wird 0 zurückgegeben und die Funktion verlassen. Ansonsten wird eben First Value durch Second Value geteilt und das Ganze dann so zurückgegeben. So, ich muss gerade mal gucken, wir haben hier noch einen Fehler. Blablabla. Second Value is a let constant. Achso, ja, Entschuldigung. Hier darf natürlich kein Zuweisungsoperator stehen in der if-Abfrage, sondern hier ein Vergleichsoperator. Ah, mein Fehler, nicht schön. So, und das jetzt eben einfach so zu Demonstrationszwecken, um eben zu zeigen, okay, da macht es Sinn, dass eine Funktion über mehr als einen Ausstieg mittels Return verfügt. Also es gibt oft so Szenarien, wo man am Anfang einer Funktion eine bestimmte Bedingung prüft und wenn die Bedingung eben wahr oder falsch ist, je nachdem, worauf es ankommt, dass man dann die Funktion möglicherweise bereits verlässt oder ansonsten ganz normal weitermacht. Das kann man auch nutzen, wenn eine Funktion keinen Wert zurückgibt. Kann man auch genauso am Anfang prüfen, okay, ist eine bestimmte Bedingung erfüllt? Falls nicht, dann macht das andere Zeug gar nicht. Und dann gibt man einfach Return ohne einen Wert an. Und auf die Art und Weise kann man auch Funktionen vorzeitig verlassen, die keinen Rückgabewert besitzen. Wenn ein Rückgabewert hier angegeben ist, dann muss aber Return auch immer einen solchen Wert angeben. Anders geht es nicht. Ja, nur Return funktioniert eben wirklich nur in Funktionen, die keinen Wert zurückgeben. So, aber das jetzt eben einfach noch als Beispiel. So, und dann kann man das mal beispielhaft durchwuppen. Ich rufe mal Division zweimal auf, unsere neue Funktion. Einmal, mit den altbekannten Werten 19 und 99. So, und dann sehen wir auch hier, ich gebe es jetzt mal nicht in der Konsole aus, aber wir sehen es auch hier im Playground ganz schön. Da haben wir jetzt hier 0,1911. Alles klar, es tut auf jeden Fall. So, dann machen wir zum Beispiel jetzt mal noch Division mit 118 und 0. Als zweiten Wert. Und dann sehen wir jetzt hier auch als Ergebnis, okay, jetzt hat das Ding tatsächlich eben 0, so wie es eben hier festgelegt ist. Also sprich, die Funktion wurde hier bereits verlassen und das, was dann danach alles gekommen ist, wird gar nicht mehr ausgeführt. Gut, Freunde, das wäre es dann für diese Lesson. Haben wir jetzt mal kennengelernt, wie man eine Funktion mit einem Rückgabewert versieht, um eben, ja, Werte zurückzugeben, die man dann auch außerhalb der Funktion nutzen kann.
Ja, und ich hoffe, es hat Spaß gemacht, war verständlich, bei Fragen jederzeit melden, gar kein Thema. Und wir haben immer noch ein bisschen was von der Funktion erzählen kann und dazu, ja, sage ich dann etwas in der nächsten Lesson. Also, macht's gut, Freunde, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!